Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Im letzten Part sind wir nach Havebrück aufgebrochen und haben die Mission erhalten, den Schlüssel für die Nordbrücke zurückzubekommen, der sich ursprünglich auf dem Grund des Meeres befunden hat, jetzt allerdings von einem Tohaido verschleppt worden ist. Und ich liebe dieses Gebiet immer noch. Habe ich ja im letzten Part schon gesagt. Ich finde das so schön gemacht. Auch mit diesen Abstufungen hier, mit diesen Klippen. Und überall den Seetank haben wir hier. Und diese Blubberblasen, das ist total toll. Also ich liebe dieses Gebiet. So. Dafür brauche ich Zerschneiden. Kann irgendwer von euch zerschneiden? Tackle? Zertrümmern? Nein. Dann gehen wir erstmal. Oder schwimmen wir erstmal von dannen. Wohl viel eher. Hallo, Baldorfisch. So, hätten wir das auch. Also ich hoffe auch, dass wir heute ohne Lags auskommen werden. Ich meine, so gesehen, klar, wir hatten zwischendurch immer mal wieder welche. Aber das liegt an der Capture Card. Es tut mir auch leid, aber da kann ich nicht ganz so viel gegen machen, leider. Sonst würde ich das tun. Aber was konnte Baldorfisch jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Löschen. Löschen nützt mir hier unten, glaube ich, herzlich wenig. So, wir haben auch diese Strömungen, gegen die wir nicht anschwimmen können. Aber unten ist eine Sackgasse, dann gehe ich erstmal da lang, denke ich. Nein, Baldorfisch, nein. Immer diese aggressiven Pokémon. Generell, ich glaube, wir können hier unten sogar Pokestärken anwenden. Allerdings bringen die uns ja nicht so extrem viel. Weil wir hier nur Pokestärke Wasser haben. Da ist Tohaido. Da war Tohaido. Hey, Stern, du. Oh, was kommt jetzt? Das sah aus wie Spukball. So, da haben wir uns ein wunderbares kleines Sterndu gefangen. Also ich muss auch sagen, ich finde es sehr innovativ, eben dadurch, dass wir nicht nur an Land unterwegs sind, also im Wald oder in der Höhle zum Beispiel oder so, sondern dass wir wirklich, ja, eben auch unter Wasser agieren. Das finde ich total klasse, muss ich sagen. Vor allem, wenn es dann auch noch so schön umgesetzt ist. So, Stern, du mach bitte einmal kaputt. Und auch solche Hindernisse hier, wo es schon so ein bisschen der Grünspan angesetzt hat, das sieht total toll aus, finde ich. Also ich mag's. Hallo, Corazon. Ich weiß nicht genau, wo ich lang muss, um ehrlich zu sein. Aber macht ja nichts. Das Corazon wollte sich scheinbar nicht wehren, okay. Du hast Zertrümmern 2, das kann ich mit Sicherheit gut gebrauchen. Also ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu diesem Gebiet hier unten in die Kommentare schreiben. Aber ich finde es gut gemacht. Ja, die Steuerung ist ein bisschen schwergängig. Das stimmt. Allerdings, ich finde es einfach innovativ. Ich finde es eine super Abwechslung. Nein, Corazon, nein. Weil ich glaube, im ersten Teil gab es keine Unterwassersachen. Im dritten Teil gab es die wieder. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich finde die hier besser. Die Unterwasserpassagen, die sind irgendwie so ein bisschen ausgeprägter, habe ich so das Gefühl. Okay, was haben wir denn hier rechts? Da ist ein Lampi, okay. Noch mehr Corazon. Da haben wir Sterndu. Wir können ja mal Sterndu mitnehmen. Ich weiß nicht genau, welche Pokémon ich hier unten brauche. Von den Fähigkeiten her. Aber ich würde Sterndu trotzdem ganz gerne mitnehmen. Und ich merke auch,
mittlerweile so, dass ich während den Fangversuchen meistens nicht rede, weil das ist irgendwie so, ich meine, man könnte jetzt sagen, es ist nur Kreise ziehen. Aber es gehört schon so ein bisschen Konzentration dazu. Wer Pokémon Ranger mal gespielt hat, der weiß das. Ich meine, ja, die Fangversuche hier sind noch nicht so extrem anspruchsvoll, das ist korrekt. Nichtsdestotrotz muss man sich so ein bisschen konzentrieren. Und ja, deswegen ist das Reden so ein bisschen schwierig nebenbei. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Und es sind auch ganz schön viele Pokémon, das gefällt mir auch richtig gut. Voicemail, Voicemail. Urs hier. Wenn du Unterwasserschluchten überwinden musst, sollte dir ein Mantax helfen können. Wurde mir jedenfalls so gesagt. Fang also am besten ein oder zwei Mantax. Ich glaube, Urs ist so ein bisschen wasserscheu. Sterndu? Auch jetzt, wo wir gerade stehen, ihr müsst jetzt mal gucken, wenn das Bild wieder Farbe kriegt. Es sieht grafisch total genial aus. Mit diesen ganzen Korallen und Steinen und ja. Ist schon sehr, sehr schön. Du bist ein Mantier, bist aber kein Mantax. Gibt's hier überhaupt eins? Da ist eins. Dann fangen wir uns doch mal einen Mantax. Denn wer von euch geglaubt hat, dass Pokémon Reiten wurde in der 6. Generation eingeführt, also in X und Y? Nein, man konnte hier in Pokémon Ranger schon, Pokémon als Fortbewegungsmittel benutzen. Wie zum Beispiel dieses Mantax hier. Das kann ich euch gleich gerne mal demonstrieren. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. Alles klar. Okay. Es ergibt alles Sinn. Hier waren wir ja vorhin. Dann brauche ich mich auch nicht fragen, was ich verpasst habe. Aber Mantax lässt sich verhältnismäßig recht einfach fangen, muss ich sagen. Dann verabschieden wir uns mal von Corazon. Oh, ich freue mich schon, wenn ich mehr als drei Pokémon bei mir haben kann. So langsam hätte ich das schon mal... Hui, ganz gerne. Ein aggressives Sterndu. Ha! Noch gefangen, bevor es was machen konnte. So. Aber Sterndu? Dich brauche ich jetzt nicht zwingend im Team. So. Möchtest du auf Mantax reiten? Ja. Das ist so cool. Ich meine, schaut euch das an. Das sieht einfach nur genial aus. Und es geht ziemlich schnell. Also ich liebe diese Passage, wo wir auf Mantax reiten können. Ist super gemacht, finde ich. Hey Toheido. So, da können wir aber nicht an Land, weil die Strömung zu stark ist. Dann müssen wir wohl oder übel außenrum. Ich glaube, da oben muss ich nicht zwingend an Land, oder? Weil wenn ich jetzt von Mantax absteige, dann muss ich mir wieder ein neues fangen. Die haben ja auch sehr viel mit Strömungen gearbeitet. Nicht nur hier, sondern allgemein in diesem Spiel. Das werdet ihr noch merken. Aber ich habe noch einen Mantax, deswegen geht es erstmal weiter. Und diese Strömungen können ganz schön gemein sein mit der Unterwassersteuerung. Speichern möchte ich nicht zwingend. Voicemail, Voicemail, Urs hier. Toheido bewegen sich extrem schnell, wurde mir jedenfalls so gesagt. Um es zu erwischen, musst du also Gebrauch von schnell fließenden Strömungen machen. Ja, das ist so eine der Stellen im Spiel, die ich nicht gut beherrsche, weil wir müssen Toheido jetzt so ein bisschen jagen. Und das ist leichter gesagt als getan. Leider. Das kann übrigens dauern. Ne, da oben muss ich nicht lang. Ich muss mir einfach den Weg angucken. Weil die Unterwassersteuerung ist unglaublich präzise natürlich. Und unglaublich schnell noch dazu. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir das Toheido irgendwie erwischen.
was aber alles andere als einfach ist. Gut, wir holen auf. Ha! Ich habe das schon wesentlich schlimmer erlebt. Also manchmal ärgert mich dieses Tohaido ziemlich. Hallo, kommst du wieder zurück ins Bild, bitte? Au! So geht das nicht. Ganz schön aggressiv, dieses Pokémon. Komm. Danke. Gut. Also manchmal ist es schon echt gemein mit diesen Strömungen, muss ich sagen. Oh mein Gott, ich habe nur ein C bekommen. Ich bin schlecht. Ich glaube, schlechter als C geht gar nicht, oder? Habe ich zumindest noch nie erlebt. Das Tohaido sieht furchtbar krank aus, ob ihm wohl der verschluckte Schlüssel Schmerzen bereitet. Du hast den Brückenschlüssel geborgen. Auch das Tohaido hat sich wieder erholt. Wie kam der Schlüssel da jetzt so schnell? Ach, egal. Ich möchte es nicht wissen. Das war unser erstes Unterwasserabenteuer. Sehr schön, wie ich finde. Na, da soll mich doch. Du hast ihn gefunden. Um ehrlich zu sein, hatte ich gedacht, du hättest nicht die geringste Chance dazu. Also dann, zurück zum Hafen. Und wir können jederzeit wieder auf Tauchstation gehen. Das finde ich auch super. Du beginnst mich wirklich zu beeindrucken. War es nicht zu heftig unter Wasser? Dieses ganze Meer um dich herum hat dich nicht eingeschüchtert? Du konntest dort unten die Augen öffnen? Ich verstehe. Mission geschafft. Yay. Wo wir gerade dabei sind. Du hast unter den salzigsten Umständen durchgehalten und deine Mission erfüllt. Dafür wirst du hiermit in den Ranger Rang 3 befördert, Svenja. Sehr schön. Svenja erreicht Ranger Rang 3. Pokestärke Boden ist nun anwendbar. Sowie Pokestärke Stahl. Das folgende weißt du wahrscheinlich noch nicht. Es ist möglich, die Anzahl der mit dir reisenden Pokémon-Freunde zu erhöhen. Mehr Pokémon-Freunde bedeuten aber auch mehr Verantwortung. Darum ist der Fangkomm zu Beginn auf 3 Pokémon-Freunde begrenzt. Ich würde sagen, du hast genug Erfahrung gesammelt, um dich um einen weiteren Freund kümmern zu können. Daher erhöhe ich hiermit das Limit deines Fangkomms für Pokémon-Freunde auf 4. Yay, endlich! Lass uns zur Nordbrücke zurückkehren. Okay. Es wurde auch Zeit mit den 4 Pokémon-Freunden, weil 3 sind echt nicht viele. Aber das war unser erstes Unterwasserabenteuer. Und wie gesagt, ich finde das total toll. Hat doch alles wunderbar funktioniert. Oh, ein Pachirisu singt. Wie schön. Es freut sich. Hatte das nicht auch noch irgendeine Bedeutung? Bin mir gerade unsicher. Naja. Nächstes Ziel Nordbrücke. Professor Hastings wartet ja schon ganz ungeduldig auf uns. Ah, es ist gut, dich nach erfolgreich absolvierter Mission wiederzusehen. Die Leistung der Mikroaqualunge hat ihren Spezifikationen entsprochen, hoffe ich. Sie wurde von Nageno entworfen, einem unserer Wissenschaftler. Er ist ziemlich stolz darauf, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Svenja, wärst du bitte so freundlich, die Brücke herabzulassen? Ich habe euch doch gesagt, bei Brücken könnt ihr beruhigt alles mir überlassen. Moritz! Professor Hastings, Junge, bin ich froh, Sie wohlbehalten hier zu sehen. Es entspricht so gar nicht Ihrer ungeduldigen Natur, irgendwo anders zu übernachten. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ah, Moritz. Wen nennst du hier ungeduldig? Wir müssen zur Vereinigung zurückkehren und ein Treffen einberufen, um über die Abwendung der Kongiga-Gefahr zu beraten.
Los, Urs, wir müssen uns beeilen. Und was ist mit mir? Und... das habe ich nicht gewusst. Hallo, schön dich kennenzulernen. Mein Name ist Moritz. Ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit der Ranger-Vereinigung verantwortlich. Das bedeutet, dass ich vollen Zugriff auf die Datenbank der Vereinigung habe. Also weiß ich natürlich, wer du bist. Ist schließlich mein Job, es zu wissen. Dein Name war also... Wie war das? Svenja, hast du gesagt? Das stimmt, Svenja, das war es. Richtig, genau so ist es. Ich musste das nur nochmal bestätigen. Hast eben eine Mission abgeschlossen, was? Du musst ganz schön müde sein, richtig? Nun, wir sind gleich am idealen Ort, um mal ein bisschen zu faulenzen. Um dich zu erholen, meine ich, in netter Park. Lass uns da mal rasten. Gute Idee. Altropark. Ein einladender Versammlungsort für alle. Altro GmbH. Havebrück. Von der Altro GmbH für eine große Rekonstruierung vorgesehen. Alles klar. Was? Svenja? Erinnerst du dich nicht an mich? Ich bin Albert von der Ranger-Schule. Wir haben nicht viel miteinander geredet, aber ich erinnere mich an dich, weil du und Bodo doch etwas aufgefallen seid. Ach Quatsch. Hey, hör mal, mein Arbeitsplatz ist gleich hier um die Ecke. Komm doch mit, kriegst auch eine Führung. Dein Freund von der Ranger-Vereinigung kann auch gerne mitkommen. Da bin ich definitiv dabei. Ich meine, du arbeitest für Altru, richtig? Ich bin ein Fan einiger eurer Angestellten, zum Beispiel der Empfangsdame. Okay. Das Gebäude der Altru GmbH liegt gleich im Norden des Altru-Parks. Es ist ein mächtiges Stück Architektur, ihr könnt es gar nicht übersehen. Na dann würde ich sagen, auf geht's. Hier haben wir noch eine schöne große Bühne. Und generell, der Park ist wirklich sehr, sehr schön und groß. Na, Altru GmbH. Die Empfangshalle im Erdgeschoss steht Besuchern immer offen. Alles klar. Gucken wir doch mal vorbei. Ist schon beeindruckend. Natürlich, es sieht jetzt für euch so ein bisschen merkwürdig aus mit dem Bildschirm, das ist mir schon klar. Aber man sieht, glaube ich, die Baustelle da oben ganz gut. Ich glaube, dein Freund mit der Pilzfrisur weiß das schon. Altru-Turm ist nur der vorläufige Name. Im Moment läuft ein Wettbewerb, bei dem ein neuer Name gefunden werden soll. Ich habe Muskelturm eingesendet. Das klingt doch irgendwie stark, oder? Naja, Geschmackssache. Willkommen bei der Altru GmbH. Hier arbeite ich also. Das ist die Altru GmbH. Jetzt wird's informativ. Das Erdgeschoss ist öffentlich zugänglich, damit die Leute die Exponate sehen können. An dieser Wand hängen die Porträts der Präsidenten, die Altru über die Jahre hatte. Sind alle erstaunliche Menschen. Ganz links seht ihr unseren Gründer und ersten Präsidenten, Somnio Strahlemann. Das in der Mitte ist sein Nachfolger, Lumino Strahlemann. Und auf der rechten Seite ein Bild unseres aktuellen Präsidenten. Da war der Text zu schnell weg. Präsident Strahlemann. Willkommen zurück, Herr Präsident. Nubilus Strahlemann. Danke, danke, meine lieben Leute. Passt bitte darauf auf, euch nicht zu überarbeiten, verstanden? Lasst uns alle unser Bestes für eine strahlende Zukunft der Almia-Region geben. Devotio. Das reicht dann. Alle wieder zurück an eure Arbeitsplätze. Unsere Kunden verlassen sich auf uns. Sein Mann ist unser gegenwärtiger Präsident, Nubilus Strahlemann.
Ihr habt wirklich Glück, ihn hier zu treffen. Was für ein Zufall. Ah, hallo Professor Albert. Ich hoffe, Ihre Forschungen kommen voran. Oh? Wer ist denn unser Gast von den Rangern? Eine Mitschülerin von der Ranger-Schule. Sie hat dieselbe Klasse wie ich besucht. Wir haben uns zufällig getroffen und jetzt führe ich sie gerade ein bisschen herum. Ah, eine große Freude, dich kennenzulernen. Ich habe die Ranger immer für ihre Arbeit bewundert. Wahrlich lobenswert. Lass uns alle unser Bestes für eine strahlende Zukunft der Almia-Region geben. Nun, Professor Albert, wollen wir mit der Arbeit fortfahren? Jawohl, Präsident Strahlemann. Wir sehen uns, Svenja. Tschüss. Wow, wir haben aber echt Glück. Wir haben den Altro-Präsidenten getroffen. Damit kann ich in der Vereinigung protzen. Vielleicht. Da wären wir auch schon wieder, nach dieser kleinen Führung. Voicemail, Voicemail. Urs hier. Das Anti-Kong-Giga-Treffen hat begonnen. Wir brauchen deine Hilfe. Bring uns ein Pokémon, das ein Ziel wie ein rotes Kong-Giga beseitigen kann. Lass dir von PR-Chef Moritz den Weg zum Ranger-Hauptquartier zeigen. Alles klar. Stets zu Diensten. Aber ich denke, auf dem Weg dahin kann man auch noch ein passendes Pokémon fangen. Wir gehen auf dem Vereinigungsweg nach Westen zum Ranger-Hauptquartier. Werden wir tun, ja? Also ich meine, hier kann man auch noch irgendwo ein passendes Pokémon fangen. Ansonsten muss ich nochmal umkehren. Hier haben wir Voltilam. Oh, und Schwalboss. Ich will das Schwalboss, weil Schwalboss ist cool. Hui, und schnell. Hau! Und hartnäckig. Das kommt noch dazu. So, perfekt. Gleich ein Level up. Victoria Nektar. Pflücken wir ein paar Blumen. Lulu. Und Vanessa Nektar. Wir pflanzen hier Blumen und schenken sie dann den Leuten in der Stadt. Das ist nett von euch. Ranger. Er hat keinen Namen. Du bist ein Neuling. Ich bin ein Ranger wie du auch. Wenn du erst einmal so ein Dodo reiten kannst, wirst du nur so übers Land rasen. Darauf kannst du dich noch freuen. Ja, ich sag dir aber den Mantrax schon. Es gibt hier Pokémon, auf denen wir reiten können und dieses Dodo gehört dazu. Damit können wir dann so ein bisschen schneller durch die Gegend laufen. Das ist definitiv verdammt praktisch. Gut, aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss für heute. Und im nächsten Part machen wir uns dann auf dem Weg zum Hauptquartier der Pokémon Ranger und schauen mal, wie dieses Krisentreffen so abläuft. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.